Jo, der heutige Abend ist praktisch eine Fortsetzung vom letzten Mal. Man könnte sagen, Begegnungen mit dem Erwachten Teil 2. Wir haben in der letzten Runde ja gesehen, dass unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Eigenschaften, wie sie dem Erwachten begegnet sind. Ganz verschiedene Konstellationen, ganz verschiedene Verläufe dieser Begegnungen, auch entsprechende Konsequenzen. Und ich will das Thema heute nochmal aufgreifen und vertiefen und noch ein paar weitere Beispiele bringen, um das Ganze auch in seiner Breite zu zeigen, die vielen Facetten, die da möglich sind, uns mal vor Augen zu führen. Und ich will beginnen mit einem Beispiel aus der Zeit des vorhergehenden Buddha, des Buddha Kassapo, was auch zeigt, dass unser Thema jetzt nicht ein aktuelles ist, sondern dass sich das immer irgendwie zeigt. Wo Buddhas erscheinen, gibt es Menschen, die mit ihm zu tun haben und die ganz unterschiedliche Arten der Begegnung einfach haben. Wer das mal nachlesen will, die ganze Story, das ist in der M81, Gattikaro heißt das. Stellt euch folgende Situation vor. Der Buddha ist unterwegs mit seiner rechten Hand, Anando, und an einer bestimmten Stelle lächelt der Buddha. Nun weiß Anando Buddhas Lächeln nicht ohne Grund. Und dann fragt er ihn, du, eben, ich hab's gesehen, was ist denn los? Da sagt der Buddha, ja, hier in dieser Ecke, in dieser Gegend war früher eine große, blühende, bevölkerungsreiche Stadt, Webalingam hieß die. Und da, wo wir jetzt stehen, das war früher mal der Garten, der Aufenthaltsort, ja, der Lehrort des Buddha Kassapa. Und das ist sozusagen der Anlass, dass der Buddha selbst einen Bericht gibt über verschiedene Ereignisse, die damals stattgefunden haben. Und die will ich einfach ein bisschen referieren. Zu Webalingam nun, Anando, dieser Burgstadt, lebte ein Hafner namens Gattikaro. Der war Kassapo, dem Erhabenen, dem Heiligen, vollkommen Erwachten zugetan, ganz besonders zugetan. Und Gattikaro hatte Jatipalo, einen jungen Brahmanen, zum Freund, zum Lieblingsfreund. Da rief denn Gattikaro der Hafner Jyotipalo, den jungen Brahmanen. Gehen wir, bester Jyotipalo, wir wollen Kassapo, den Erhabenen, sehen, den Heiligen, vollkommen Erwachten aufsuchen. Glücklich ist ja, denke ich, wer ihn, den Erhabenen, den Heiligen, vollkommenen Erwachten sehen kann. Also das ist die Ausgangskonstellation. Das sind zwei Freunde, beide sind Brahmanen. Der eine ist Gattikaro. Da wird gesagt, er ist Hafner. Heute wird man sagen, der ist ein Töpfer. Das Ganze ist ein bisschen doppelt gemoppelt, weil der Name Gattikaro auch Töpfer heißt. Also der Töpfer namens Töpfer ist auf der einen Seite und sein Freund Jyotipalo. Und die unterscheiden sich an einem Punkt, dass dieser Töpfer ein enger Anhänger des damaligen Buddha Kassapo ist, der ihm wirklich innerlich sehr zugetan ist und seinen Freund animieren will. Komm, wir gehen doch mal hin, geht doch mal mit. Raff dich doch mal auf und geh mal mit. Aber der Freund reagiert nicht so. Das heißt, er reagiert nicht so, wie es der Töpfer will. Er sagt nämlich, auf diese Worte erwiderte Jyotipalo, der junge Brahmane, dem Gattikaro, dem Hafner, folgendermaßen. Genug, bester Gattikaro, was soll uns der Anblick jenes kahlköpfigen Pfaffen? Also nicht, dass der jetzt sagt, ach, weißt du, ich habe keine Lust, ich habe keine Zeit, das interessiert mich nicht, sondern er drückt wirklich seine Missbilligung aus. Also eine abfällige Bemerkung, dieser kahlköpfige Pfaffe, und in einer anderen Übersetzung heißt es der glatzköpfige Mönchling. Also nicht wirklich eine Bezeichnung, die sehr rühmlich ist. Und das spiegelt ein Stück weit die negative Haltung, die damals generell bei den Brahmanen vorhanden war, gegenüber anderen spirituellen Richtungen.
weil man da merkte, das ist etwas wie eine spirituelle Konkurrenz. Jeder, der so ein Feld behauptet, möchte es ja gerne alleine behaupten. Und die Buddhas haben ja immer auch mal kritische Blicke geworfen auf das, was sich so tat, und haben auch bei den Brahmanen, bei dieser Kaste, vieles auszusetzen gehabt. Erstens, dass es sehr materialistisch zugegangen ist, da ging es gar nicht mehr so sehr um Spiritualität. Das ist in den Hintergrund getreten, dass es sehr um Rituale, um Opfer und so weiter ging. Also nicht wirklich das, was ein Buddha lehrt. Und im Grunde ist es auch später, als Buddha Shakyamuni gelebt hat, genau dasselbe gewesen. Damals war auch die Brahmanenkaste von ihrem eigenen Dünken her die Kaste, die völlig überlegen war, die auf die anderen herabgeguckt haben. Was natürlich eine Spaltung innerhalb der Gesellschaft sehr vertieft hat. Um das auch mal sozusagen aktuell darzustellen: Brahmanen sind die höchste Kaste, heißt es bei unserem Buddha jetzt, ja. Die Angehörigen anderer Kasten sind von niedrigerem Stand. Brahmanen sind die hellhäutige Kaste. Die Angehörigen anderer sind dunkel. Nur Brahmanen sind reich, Nicht-Brahmanen sind nicht reich. Und so weiter und so fort. Der folgende Ablauf ist uns vielleicht aus anderen Zusammenhängen schon ein bisschen vertraut. Nachdem diese Ablehnung gekommen ist, gibt sich der Töpfer nicht einfach zufrieden und sagt, ne, der hat keine Lust, lassen wir es, sondern er setzt nach. Sagt nochmal, ach komm, wir gehen. Nochmal dasselbe, nein. Zweites Mal, lass uns doch da hingehen, das ist doch ganz nett, interessant da. Nein. Drittes Mal, komm, raff dich auf, was soll mir der Anblick dieses kahlköpfigen Pfaffen? Normalerweise ist nach dreimal Nein ist Schluss. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Aber unser Freund Gattikaro lässt nicht locker. Er verändert die Strategie ein bisschen und sagt, ach, weißt du was, dann gehen wir einfach runter an den Fluss und baden da. Da können wir uns ein bisschen frisch machen. Und das machen sie auch. Und als sie da unten sind, fängt er wieder an. Aber ein bisschen sozusagen eine andere Wendung. Sagt, ach übrigens, ganz in der Nähe, da, wenn du da drüben hinguckst, da ist der Buddha Kassapa. Also da wird es doch was. Jetzt geht es wieder dreimal hin und her. Ja, nein, ja, nein. Bis ein Art Tabubruch stattfindet, weil nämlich dieser Gattikaro seinem Freund an den Kopf greift, ihm die Haare streicht. Und das ist etwas, was im alten Indien sozusagen oder ganz Asien eigentlich verpönt ist. Das macht man nicht. Der Kopf ist ein Stück ist heilig. Da fasst man nicht hin. Das macht man nicht. Und in dem Moment wird unser Freund Jyotipalo ein bisschen aufmerksam. Da gedachte Jyotipalo, der junge Brahmane, wunderbar. Wahrlich, außerordentlich ist es, dass dieser Hafner Gattikaro, der von minderer Geburt ist, vermeint, das Haar unseres gebadeten Hauptes streicheln zu müssen. Das kann nichts Gewöhnliches sein. Und er sprach zu ihm, gar so sehr drängt es dich, bester Gattikaro? Ja, gar so sehr drängt es mich, bester Jyotipalo. Denn ich weiß ja, wie glücklich man ist, ihn zu sehen, den Erhabenen, vollkommen Erwachten, den Heiligen. Ja. Wohlan denn, rüste dich, wir wollen gehen. So, da merkt er, es ist ein Umschwung. Wenn das so weit geht, mich so nervt und am Ende diesen Tabubruch begeht, mir in den Haaren rumzufummeln, dann kann das nicht was Normales sein. Ja? Und er merkt, das ist wirklich ein Freund, der meint es gut mit mir, also in Gottes Namen, lass uns da mal hingehen. Beide machen das dann auch, es ist ja nicht weit. Und der Hafner sagt dann zu dem Buddha Kassapa, ach, das ist mein Freund, mein bester Freund. Es wäre gut, wenn du ihm die Lehre darlegen könntest. Und der Buddha macht es auch, sagt ihm die Kerndinge und vor allen Dingen, er rüstet ihn auch innerlich auf. Ermutigt ihn, einen Weg zu gehen, er erheitert sein Gemüt, also er inspiriert ihn. Vielleicht kann man es so sagen, dass es nicht nur eine nackte Lehre ist, die darüber gekommen ist. Ja?
Und dann gehen die beiden. Und nachdem sie gegangen sind, fragt Jyotipala nochmal nach. Da fragte nun Jyotipala, der junge Brahmane, diese Lehre, bester Gattikaro, hast du vernommen und du ziehst nicht vom Hause in die Hauslosigkeit hinaus? Ihr merkt, wie sich das umgekehrt. Ne? Erst sagt er, ach, lass mich doch in Ruhe mit dem Kahlkopf da. Und dann sagt er, du hast es die ganze Zeit schon gehört, was der gesagt hast und bleibst noch zu Hause hocken. Du gehst nicht in den Orden. Ja? Und da erklärt unser Töpfer, ja, aber du weißt doch, wie sich das bei mir verhält. Meine alten Eltern sind blind. Ich werde nicht in den Orden gehen und meine Eltern zurücklassen. Ich werde mich um die kümmern und dann ist auch gut. Während unser Jyotipala die Konsequenzen zieht und in den Orden geht. Wobei man sagen muss, das komme ich nachher nochmal drauf, dass da noch eine besondere Pointe in dieser Geschichte drinsteckt. Ich will hier nochmal, oder vielleicht erstmal so eine Art Resümee ziehen, dass wir uns nochmal klar machen, was denn da eigentlich vor sich gegangen ist. Weil diese Art Begegnung, die wir hier hatten, ist ja eine, die durch einen Dritten, durch einen Freund, in dem Fall Initiierten, eingefädelt ist. Und das ist natürlich was Besonderes, oder man kann sagen, das ist der beste Freundschaftsdienst, den man geben kann und vor allen Dingen, den man auch bekommen kann. Ja? Man kann fast formulieren, dass Jyotipala zu seinem Glück gezwungen werden musste, weil er nicht gleich reagiert hat, sondern erst nach Bohren und Bohren und Bohren sich aufgerafft hat, dahin zu gehen. Und wir haben vielleicht schon ein bisschen rausgelesen an dem Verhalten, dass er geradezu ja, da prädestiniert ist. Als Brahmane ist er ein Gebildeter. Er hat auch feine Züge, hat seinen Freund immer mit Lieber angesprochen, Lieber Gattikaro, obwohl er ihn eigentlich genervt hat. Und wie wir schlussfolgern können aus dem ersten Gespräch, hat er sofort begriffen, um was es geht. Den musste nicht lange da jetzt einführen, sondern hat gleich gemerkt, was ist die Sache und gleich für sich auch die persönliche Konsequenz gezogen. Was war die Hürde? Das ist ja der Punkt. Was war die Hürde für diesen Menschen in der Situation? Es ist eine Art Standesdünkel. Ne? Dieser Dünkel, wir haben es besser, wir wissen es besser, ist bei ihm die Haupthürde gewesen, sich für eine Sache zu öffnen, die sein Leben geradezu revolutioniert hat. Ja? Und auch heute ist das im übertragenen Sinne immer noch ein oder wieder ein bestimmter Dünkel, der den westlichen Menschen die Zugänge zu dem Buddha-Dhamma oft erschwert oder unmöglich macht. Der Dünkel heißt heute nicht mehr, wir sind Brahmanen und du Buddha bist ein Adliger, ja, also unter uns. Sondern Dünkel ist heute, ja, was haben die damals gewusst? Was konnte ein Buddha vor 2500 Jahren schon wissen im Vergleich zu dem, was die Menschheit heute weiß? Ja, wir haben doch die Aufklärung gehabt und alles. Das ist doch das, was die mit ihren alten Mythen und Erzählungen da haben. Das ist doch nicht gleichwertig. Das ist unsere Hürde, uns zu öffnen für eine tiefe Wahrheit, die heute fast nicht mehr zu finden ist. Und jetzt nochmal zur Schlusspointe dieser Geschichte, die in der Neumannschen Übersetzung gar nicht rauskommt, weil er das für nicht authentisch gehalten hat. Er hat das einfach dann weggelassen. Aber der Gag bei der Geschichte ist, dass sich das Ganze als ein Chataka herausstellt. Der Buddha sagt am Ende, und dieser Jyotipala, der bin ich gewesen. Ja? Ich bin damals sofort in die Hauslosigkeit gezogen. Und du, Gattikaro, bist ein Freund gewesen, ja, der als Nicht-Wiederkehrer wieder erschienen ist. Und das ist ein bisschen das Witzige dabei, derjenige, der im Haus geblieben ist, der Töpfer, hat die Lehre vom Grund auf verstanden, das heißt, er hat mindestens den Stromeintritt erst gehabt und später auch die Nicht-Wiederkehr erreicht und ist deshalb als Brahma in den reinhausigen Gefilden wiedergeboren worden. Während der spätere Buddha
die Lehre nicht bis zum Kern durchdrungen hat und deshalb nochmal gekreist ist und erst später als Bodhisattva zur Lehre selbst gekommen ist. Also Buddhas lehren ja nur das, was sie selbst entdeckt haben. Sie übernehmen die Kernlehren nicht von anderen, irgendwie klappt das nicht. Irgendwie müssen sie die Lehre selbst finden. Und in einer, gerade so ein bisschen sentimentale Geschichte fast, in einer Lehrrede ist es so, dass dieser Brahma Gattikaro dem Buddha erscheint und sie sozusagen über die alten Zeiten reden. Weißt du noch, ja? Damals war ich der Töpfer und du warst der andere Brahmane und du bist jetzt der Buddha und ich kreise da oben noch, bis das soweit zu Ende ist. Ja. So, das soll das erste Beispiel gewesen sein. Insofern ja interessant, als es hier um ja, geschichtlich bedeutsame Personen ging, unter anderem den Buddha selbst. Jetzt wird es aber Zeit, dass wir uns endlich mal Frauen zuwenden, weil die gibt es ja schließlich in der Tradition auch. Und ich habe drei Beispiele rausgesucht. Eine Daumen nach unten, sage ich mal, eine Daumen nach oben und eine so mittlere Position. Ich fange an mit einer Frau, die Chincha heißt. Chincha oder über Chincha wird berichtet in einem Chataka. Und von ihr heißt es, dass sie eine Asketin war, die so frei schwebend unterwegs war. Und die Geschichte spielt zu Beginn des buddhistischen Ordens, als das Ganze noch nicht wirklich sozusagen in Blüte war, aber doch schon ein Stück weit ja, in der Bevölkerung verankert. Der Buddha war schon zu Ruhm gekommen, seine Schüler waren schon ja, anerkannt und es hatte sich schon einen Namen gemacht. Aber mit dem Nachteil, dass das Interesse an anderen Schulen und anderen Führern merklich zurückgegangen ist. Da gab es einen Satz, der das charakterisiert, der mir gefallen hat, deshalb zitiere ich ihn mal. Die Lehrer der anderen Sekten aber waren glanzlos geworden, wie Leuchtkäfer zur Zeit des Sonnenaufgangs. Das spiegelt so ein bisschen die Situation. Und was passiert da? Ja, man mault erstmal, ist doch klar. Wenn da Konkurrenz auftaucht und die Konkurrenz auf einmal beginnt, den Markt zu beherrschen, ja, da muss man irgendwie reagieren. Zumal die praktische Folge auch war, dass die Anhängerzahlen da zurückgegangen sind, dass die materielle Unterstützung zurückgegangen ist, dann kannst du nicht einfach nur zugucken. Also haben die anderen Schulen und Traditionen überlegt, was machen wir da? Am Anfang haben sie natürlich probiert, durch gutes Zureden zur Bevölkerung und Argumentieren und die Leute wieder zu holen. Das hat aber alles nichts gefruchtet. So, wenn die legitimen und legalen Mittel nicht mehr helfen, dann musst du dir irgendwas ausdenken, egal wie, die Karriere des Buddha muss gestoppt werden. Irgendwie müssen wir uns überlegen. Und jetzt taucht diese Chincha auf, die sagt, Leute, ich verstehe, was euer Problem ist. Ich unterstütze euch und ich werde mir was einfallen lassen, um den Buddha sozusagen da in die Schranken zu weisen. Und sie kommt auch auf eine recht perfide Idee. Das läuft folgendermaßen ab. Abends, wenn die Besucher aus dem Chetahain, wo sich der Buddha aufhält, herausgehen, ist sie immer reingegangen. Wir würden heute sagen, ein bisschen aufgeprätzelt, ja, so besonders schön angezogen, ein bisschen geschmückt und ein bisschen Parfum hier und da und Schmuck dort. Ist er also da rein, hat dann in der Nähe mit ihren anderen Asketenfreunden übernachtet und am nächsten Vormittag ist sie sozusagen wieder öffentlich sichtbar rausgegangen. Und wenn einer gefragt hat, wo kommst denn du jetzt her? Ja, da war immer die Antwort, das geht dich mal gar nichts an, lass mich ruhig mal in Frieden. So. Das ging so eine Weile hin und her, da wurde also so ein bisschen die Stimmung vorbereitet. Und irgendwann, nur noch 3-4 Monate, hat die liebe Chincha angefangen, sich mit Kissen so ein bisschen aufzupolstern. Ja, dass die Leute gedacht haben, hoppla, was ist denn da los?
Und nach ein paar Monaten oder Wochen später wurde das noch ein bisschen aufgepeppt. Also es wurde da Holz, irgendwie ein Holzvorbau auch produziert, damit das entsprechend aussieht. So, und da kann man sich natürlich auch vorstellen, wenn das die Leute einfach mitkriegen, ohne dass da viel erzählt wird, dass dann irgendwann so ein bisschen Verdacht aufkommt, was ja da geschehen sollte, nach dem Motto, ach, guck mal, auch die Buddhisten. Ja, ach, guck mal, auch der Buddha. Weil sie nämlich dann irgendwann auch behauptet hat, ja, ich komme von dem Buddha. Ich habe heute Nacht da wieder in seiner Hütte geschlafen. So, dann lese ich mal einen kurzen Text vor. Als nun zur Abendzeit der Vollendete die Lehre verkündete, ging jene in die Lehrhalle, trat vor den Vollendeten hin und sprach, du großer Asket, du verkündest jetzt viel Volks die Lehre. Süß ist deine Stimme und lieblich zu berühren sind deine Lippen. Ich aber habe von dir empfangen und die Leibesfrucht ist reif geworden. Du verstehst dich nur zu erfreuen, aber die Leibesfrucht zu versorgen, da verstehst du dich nicht. So klagte sie den Vollendeten inmitten der Versammlung an, als habe sie einen Mistklumpen genommen und strenge sich an, damit den Glanz des Mondes zu beflecken. Und der Buddha sagt nur einen Satz, Schwester, ob das von dir Gesagte wahr ist oder nicht, das wissen nur du und ich. Und da das ein Jataka ist, ja, kommen natürlich auch die Götter ins Spiel. Es wird ein bisschen detailreich und interessant, weil in solchen Situationen immer dasselbe passiert. Sakko, der Götterkönigs Thron, wird heiß. Und wenn der warm wird, dann weiß der sofort, oh je, es ist was im Argen, ich muss mal nachsehen. Und so kriegt der Buddha mit, was da passiert. Nein, Sakko kriegt mit, was mit dem Buddha da passiert ist. Und kommt natürlich zum Schluss, da muss ich helfen. Was passiert? Er nimmt seine vier Söhne mit. Und da das Göttersöhne sind, haben die andere Fähigkeiten. Die verwandeln sich nämlich in Mäuse und klettern an Chincha hoch und knabbern die Schnüren auf oder ab, mit denen das Holz da befestigt ist. Und ein Windstoß sorgt noch dafür, dass der Rock nach oben fliegt, ja, und das Ganze platscht auf den Boden und zerschlägt dieser Chincha auch noch die Füße, weil es da drauf fällt. So, damit ist klar, was da passiert ist, dieser Schmuh, dieser Betrug, lacht, das ist das Leben. Ja. Dieser Betrug fliegt auf. Chincha ist entlarvt und muss schnurstracks das Weite suchen, damit man ihr nicht zu nahe tritt. Und wie es heißt, naja, sie ist kaum aus dem Kloster draußen, da öffnet sich auch die Erde und die Hölle verschluckt sie. Soweit zu Chincha. So, das ist eine Geschichte, klar. Aber es geht uns ja um die Botschaft, es geht ja uns um die Qualität der Begegnung, die hier mit einem Buddha stattfindet. Und das Erste, was man sagen kann, ist, dass das, was üblicherweise passiert, dass aus so einer Begegnung mit einem Erwachten Förderung hervorgeht, dass Hilfe, Unterstützung hervorgeht, dass eine Art Aufwärtsentwicklung initiiert wird, hier ganz und gar nicht der Fall ist, sondern genau das Gegenteil tritt auf. Es ist das, was man Absturz in Daseinsniederung und Daseinsabgründe nennt. Also genau das Gegenteil. Da, wo das Größtmögliche an Angebot ist, ist das Größtmögliche an falschem Vorgehen. Ja, die Konsequenzen, die übrigens in der Begegnung mit einem Buddha oder mit einem reinen Wesen zu erzielen sind oder festzustellen sind, sind im Vergleich zu anderen Wesen immer dann nochmal potenziert. Ja? Und das ist eben der sprengende Punkt bei dieser Chincha, die etwas sehr extrem Negatives repräsentiert. Auf der einen Seite nennt sie sich Asketin, ja, nennt sie sich Nonne, sagt, ich bin auf dem spirituellen Weg, hat aber nicht mal das Mindestmaß von ethischer Fundierung.
Sie ist nicht nur bereit, von ihrem Gemüt, von ihrer Einstellung her, negative Dinge zu tun, sondern sie vollzieht sie auch faktisch. Ja? Und das Verrückte dabei ist, nicht, dass die Wahrhaftigkeit, das ist ja ein springender Punkt in jeder spirituellen Entwicklung, das Bleiben an der Wahrheit, die Wahrhaftigkeit, die ihr jetzt in Form von einem Buddha entgegentritt. Also der Buddha ist ja die Verkörperung der höchsten Wahrheit. Diese Begegnung mit der höchsten Wahrheit quittiert sie mit Betrug, ja, mit Illusion, sozusagen mit Falschheit, mit Hinterlist, wie man das bezeichnet war. Anders gesagt, das höchste Wohlwollen, das einem in Form eines Buddha entgegentritt, dem begegnet sie mit dem höchsten Übelwollen. Nicht? Der will den Buddha verleumden, er will seine Lehre sozusagen niedermachen und die Mönchsgemeinschaft in Misskredit bringen. Und das Interessante dabei ist, das wird uns später nochmal begegnen, dass ein anderes Chataka dann uns berichtet, dass diese Art, dieser Charakterzug dieser Frau jetzt nicht neu in diesem Leben aufgetreten ist. Kann man sich auch gar nicht recht vorstellen, dass so Extremformen von Verhalten nun sich einfach so einstellen. Und das heißt, dass diese Jinja früher schon auf derselben Schiene gefahren ist. Nur jetzt hat sich alles in ihrer Lebenssituation und in ihrem Handeln so verdichtet, dass das jetzt zur Katastrophe geführt hat. Also eine Begegnung, wo genau das Gegenteil von dem herausgekommen ist, was man aus einem Kontakt mit einem Erwachten erwarten kann. Kommen wir in einen Bereich, wo es wieder ein Stück normaler wird, vielleicht ein bisschen alltäglicher, ohne dass die Göttersöhne als Mäuse auftauchen. Geht mir jetzt um die Hausfrau Sujata. Vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört. Und über sie wird unter anderem im Anguttara Nikaya berichtet. Diese Frau spielt an sich in der Tradition keine große Rolle, man hört über sie sehr wenig, aber sie ist insofern bekannt oder herausragend, als sie die Schwiegertochter des bekannten Anatha Pindiko ist. Ja, den kennen wir aus vielen Zusammenhängen. Und der Buddha besucht eines Tages wieder einmal Anatha Pindiko und erhält sich mit ihm und hört, dass es in dem Haus relativ tumultuarisch zugeht. Also es ist richtig Krach, es ist ein großes Geschrei vernehmbar. Da will der Buddha wissen, was ist denn hier los, was geht denn hier ab eigentlich? Warum machen da, oh Hausvater, die Leute im Haus solch großen starken Lärm? Gleich wie Fischer beim Feilbieten ihres Fischfangs. Es ist dies, o Herr Sujata, die Schwiegertochter des Hauses, die aus reichem Hause meinem Sohn zur Gattin zugeführt wurde. Diese kümmert sich weder um ihre Schwiegermutter, noch um den Schwiegervater, noch um ihren Gatten, selbst nicht einmal den Erhabenen ehrt, achtet, würdigt und schätzt sie. Dumme Situation. Sujata ist die jüngste Schwester von Visakha. Das sagt euch auch was. Visakha ist die zweite große Gönnerin neben Anatha Pindika und hat ja auch ein Kloster gestiftet, das Ostkloster. Ja. Und sie hat jetzt aus einer guten Familie wieder in eine neue, gute, andere Familie hineingeheiratet und jetzt muss Anatha Pindiko zugeben, das ist meine eigene Schwiegertochter, die den Tumult macht. Das ist eine Frau, wie gesagt, aus bestem Hause, aber innerlich ist sie gar nicht so drauf, wie sie eigentlich sein sollte. Von ihrem Gemüt her ist sie eher stolz, herrschsüchtig, herrisch, auch ein bisschen undiszipliniert, sie ist unbeherrscht, sie lässt ihren inneren Drängen freien Lauf und ist damit auch der Schrecken des ganzen Hauses. Ja? Weil sie mit den Dienern rumschreit, dauernd was zu meckern hat, hier was sich hier ärgert, da die Leute anschreit, sie manchmal auch schlägt. Also sie ist sozusagen eine Geißel für alle, die mit ihr zusammenleben müssen. Und heißt es hier auch, sie hat nicht einmal Respekt vor einem
Buddha. Sie hat gar keine religiösen Züge irgendwie, sondern sie ist so weltlich interessiert und orientiert und entsprechend, wenn ihr was über die Leber läuft oder was schief geht, ist sie entsprechend laut. Ja, der Buddha lässt sie rufen. Ne? Sagt er, sie soll mal kommen, ich möchte ja mit ihr reden. Anatta Pindika macht das auch, er holt sie. Und offensichtlich hat der Buddha wenigstens genug Autorität, dass sie auftaucht, sich nicht verweigert. Und im Text heißt es sogar, sie begrüßte ihn ehrfurchtsvoll, setzte sich neben ihn hin. Also ist da zumindest ein Gespräch möglich. Und der Buddha geht sie sofort an und genau auf den Punkt. 7 Arten von Gattinnen eines Mannes gibt es, Sujata. Welche 7? Die einem Mörder gleichende, einem Diebe gleichende, einem Herrscher gleichende, einer Mutter gleichende, einer Schwester gleichende, einer Freundin gleichende und die einer Dienerin gleichende Frau. Welche von diesen 7 bist du? Also, der Buddha hat mitgekriegt, was das Problem der Frau ist. Zwischenmenschlicher Umgang. Übler Umgang. Kein Respekt den Schwiegereltern gegenüber und den Eltern natürlich auch nicht, was damals im alten Indien auch eine Unmöglichkeit war. Die Eltern hat man immer zu ehren. Und dummerweise auch nicht mal gegenüber dem eigenen Mann Respekt. Von einem Buddha jetzt ganz zu schweigen. Also das ist ihr Thema. Und das spricht der Buddha gleich an und sagt, hör mal, es gibt 7 Arten, wie sich eine Frau in der Ehe verhalten kann. Und Sujata kann da erstmal nichts anfangen. Das sind ja auch jetzt nur Stichworte gewesen. Und deshalb erklärt der Buddha das, wie man sich als Frau verhalten kann. Weil es sind 7 Typen von Verhaltensweisen und wenn man so will, auch 7 Menschentypen, Rollen, die man in einer Ehe führen kann. Klammeranmerkung, natürlich sind die nicht chemisch rein, so wie sie jetzt genannt sind, sondern jeder hat als Frau ein bisschen was von dem, ein bisschen was von jenem und irgendwas dominiert. So, da wird das jetzt erklärt, was gemeint ist. Also eine Frau kann in einer Ehe sein wie ein Mörder. Ja, das gibt's, wenn eine Frau dem Mann einfach gegenüber übelgesinnt ist, wenn sie ihn nicht leiden kann, nicht ausstehen kann und im Zweifel, das gibt es tatsächlich, ihn auch umbringt. Das ist die letzte Konsequenz. Eine Frau kann sein wie ein Dieb, eine Diebin. Wenn sie nur guckt, was kann ich da abgreifen? Was lässt sich da materiell rausziehen? Wenn jemand darauf achtet, dass er auf Kosten des anderen gut lebt, dass er so eine ausbeuterische Haltung in die Ehe reinbringt, was bringst du mir, Mann? Das ist eine Diebin. Eine Herrscherin, ein Herrscher kann eine Frau sein. Ja, dann, wenn sie die Hosen anhat, wenn sie bestimmt was gesagt wird, wenn sie von oben herab so eine tyrannische Art von Ehe führt. Hat man gelegentlich schon gehört. 4. Punkt. Eine Frau kann auch wie eine Mutter sein. Ja, ganzes Gegenteil. Fürsorglich, opferbereit, immer das Beste des Mannes im Auge habend. Eine Frau kann sein wie eine Schwester. Das ist eine wechselseitige, harmonische Beziehung, wo man sich achtet, wo man gut miteinander umgehen kann, wo man einander wohlgesinnt ist. Wie eine Freundin kann eine Ehefrau sein. Das wäre der 6. Aspekt. Das ist dann, wenn eine Ehe oder eine Partnerschaft auf kameradschaftlicher Ebene abläuft. Wenn man miteinander sorgt, füreinander sorgt, aber sozusagen auf Augenhöhe und keine besondere Art von Hierarchie ist. Und das letzte, 7. Variante, man kann als Frau eine Dienerin sein. Also wenn man die eigenen Interessen völlig hintanstellt, immer nur guckt, was braucht der andere, was will der andere, und immer nur seine Wünsche im Auge hat. Ja. Wiederholen nochmal, das sind 7 Grundtypen, die in der gesellschaftlichen und persönlichen Realität immer in einem bestimmten Mischungsverhältnis auftauchen. So, das sind die 7, sagt der Buddha, von heute an, nee, das ist die Antwort. Er fragte, oder hat er gefragt, und welche von den 7, Sujata, willst du denn sein?
So, jetzt halten wir innerlich die Luft an. Jeder kann sich mal fragen, wie die Antwort vielleicht aussieht. Ob es überhaupt eine Antwort gibt. Ja, Suchata antwortet und sagt, von heute ab, o Herr, möge mich der Erhabene als eine der Dienerin gleichende Gattin des Mannes kennen. Also in der ganzen Hierarchie von Möglichkeiten das Allerunterste. Ja. Das ist erstmal eine überraschende Antwort, weil das ja sowas wie eine völlige Kehrtwende ist. Ja, nicht so, ja, ich gebe mir Mühe, ich will wenigstens so ein bisschen freundlich meinem Mann gegenüber sein, sondern es ist genau das Gegenteil, was vorher ihren Charakterzug ausgemacht hat, nicht das Unbeherrschte, das Eigeninteresse durchsetzende, das Rücksichtslose, das nur sich sehen, das wird hier völlig gecancelt und genau das gegenteilige Programm angekündigt. Ich will von nun an nur noch dienen. So, ihr seht, dass auch das eine spezielle Art von Begegnung ist, weil hier dieses Treffen von Buddha und Suchata ja nicht arrangiert worden ist. Es hat sich so aus der Situation ergeben, auch wenn der Erwachte dann in zweiter Linie schon mal geguckt hat, was kann man aus der Situation machen. Und es ist zugleich eine sehr seltsam anmutende Kehrtwende von 0 auf 100 oder 360 Grad Kehrtwende, abrupt, ohne inneren Widerstand. Vielleicht in der Situation erzeugt, das haben wir ja öfter, dass der Buddha durch seine große Autorität und Präsenz im Moment das erzeugt, dass man sich selbst sieht und ganz anders miteinander umgeht. Aber diese Story, die aus dem Anguttara, wird noch ergänzt durch eine andere Geschichte, die wiederum in den Jatakas zu finden ist. Da wird noch ein bisschen mehr an Details aufbereitet und auch noch etwas sozusagen in der Vergangenheit nachgeguckt, was hat es denn mit dieser Suchata auf sich. Jedenfalls in diesem Jataka wird die Frau jetzt als ein Musterbild für eine gute Ehefrau hingestellt. Und der Buddha berichtet aus einer Vergangenheit, wo er mal nachguckt, was war denn mit dieser guten Frau früher. Und da heißt es, der Buddha selbst habe als Bodhisattva einmal in Benares als König regiert. Das lesen wir ja öfter mal. Der Bodhisattva war König in Benares. Aber damals war Suchata mit anderem Namen seine eigene Mutter. Und von ihr heißt es, sie habe damals dieselben Eigenschaften gehabt. Sie war jähzornig, hart, grausam, schmähsüchtig und tadelsüchtig. Und der Bodhisattva damals hat das schon mit einem seltsamen Auge angeguckt und hat gesagt, wie kann die Frau davon loskommen? Und da hat er ihr mal folgenden Vergleich nahegebracht. Er sagt, stell dir doch mal vor eine Krähe, und stell dir doch mal vor einen Kuckuck. Wenn eine Krähe sich äußert, dann halten sich alle die Ohren zu. Wenn aber ein Kuckuck singt, da wollen sie alle hören. Was meinst du denn, Mutter? Welche Rolle ist denn die bessere? So aufmerksam gemacht, sagt sie, naja, der Kuckuck ist dann doch die bessere Rolle. Also ich will mich kümmern, dass ich künftig nicht wie eine Krähe mich verhalte, sondern wie ein Kuckuck. Auch eine Story. Aber in dieser Story liegt ja auch wieder ein Teil von Wahrheit drin. Denn es zeigt nämlich, dass die Charaktereigenschaften, die man hat, die wir haben, sich einfach nichts auflösen, wenn einer sagt, ach du lass es doch, mach doch besser irgendwas anderes. Also wenn man lange Krähe war, fällt es schwer, von heute auf morgen zum Kuckuck zu werden. Und das scheint mir auch in diesen beiden Geschichten deutlich zu werden, dass diese Art von Lebenshaltung, Einstellung, Verhalten ein festes Verhaltensmuster dieser Frau war, als Mutter des Bodhisattva damals und als Suchata jetzt.
Nur, dass sie vielleicht jetzt nochmal einen neuen Anlauf nimmt und nochmal sieht, was diese Verhaltensweisen doch an Negativitäten mit sich bringen und da vielleicht auch die Chance ergreift, diese Charaktereigenschaften mal besser auszurotten. Und dieser Rückfall ist ja praktisch in diesem Leben zu erwarten, weil die gesellschaftlichen Verhältnisse das ja geradezu provozieren. Wenn du in dieser Position bist, wo du maulen kannst und meckern kannst, ja, eine Dienerin oder ein Diener in demselben Haus hätte sich das gar nicht erlauben können. Aber diese Suchata hatte eben ein gemischtes karmisches Konto. Auf der einen Seite sehr viel Positives. Sie ist in einem reichen Haus geboren, kommt in ein reiches Haus, kann sich alles erlauben, hat aber auf der anderen Seite diesen Charaktermakel, der ihr vieles einfach kaputt macht. Und da taucht jetzt ein Buddha auf, der ihr nochmal den Weg zeigt, in der Hoffnung, dass sie vielleicht jetzt die Spur behält und diesen Charaktermangel, diesen Makel so nach und nach beiseite tut. So, wenn ihr mögt, noch eine letzte Runde. Noch ein bekannter Name jetzt. Maha Prajapati Gautami. Da heißt es im Anguttara 1, sagt der Buddha, an der Spitze meiner an Ordensjahren ältesten Nonnenjüngerin steht Maha Prajapati Gautami. Eine herausragende Gestalt in der buddhistischen Geschichte, weil sie als die Initiatorin des Nonnenordens gilt und sie war entsprechend auch die allererste buddhistische Frau, die in den Orden eingetreten ist und Nonne geworden ist. Wer war diese Frau? Der Buddha hatte ja einen Vater namens Suddhodana und der war mit zwei Frauen verheiratet. Einmal mit der Königin Maya, das war die Mutter des Buddha, die ist aber nach 7 Tagen nach der Geburt oder nach der Niederkunft verstorben. Und er war verheiratet gleichzeitig mit der Schwester von Maya, das ist Prajapati, sodass sie sowohl die Tante als auch die Stiefmutter war. Genau, danke. Also es war die Tante, die Stiefmutter. Und hatte selbst auch zur Zeit, als der Buddha geboren wurde, ein Kind. Und es heißt, dass diese Stiefmutter, diese Tante, den Buddha statt ihres eigenen Sohnes gesäugt hat und den eigenen Sohn an eine Amme weitergegeben hat. Soll bedeuten, dass sie sich sehr intensiv um das körperliche und geistige Wohlergehen des jungen Siddhartha gekümmert hat, sozusagen ihm optimale Möglichkeiten auch geboten hat, das Leben hineinzuwachsen, in gute Sitten hineinzuwachsen und auch geistig zu reifen. Und nachdem der Vater von dem Erwachten gestorben ist und auch die Söhne sozusagen groß waren, aus dem Haus gegangen sind, dann sagte sie, ja, jetzt ist es für mich die Zeit, auch mich selbst um meine spirituelle Zukunft zu kümmern. Sie hatte sich vorgenommen, auch das Haus zu verlassen, in die Hauslosigkeit zu ziehen und Nonne zu werden. Das setzt allerdings voraus, dass es einen Nonnenorden gibt. Den gab es ja damals nicht. Und so hat sie auf eine günstige Gelegenheit gewartet, den Buddha mal anzusprechen in dieser Frage. Und diese Gelegenheit ergab sich auch bald, als der Buddha wieder mal in Kapilavata, in der Hauptstadt, war. Da gab es einen Streit um Wasserrechte, den versuchte der Erwachte zu schlichten. Und da nutzt jetzt Prajapati die Gelegenheit und spricht den Buddha an. Und zwar so. Ja, gut wäre es, o Herr, wenn das Weib die Erlaubnis erhielte, unter der vom vollendeten, verkündeten Lehre und Zucht vom Haus in die Hauslosigkeit zu ziehen. Genug, Gautami. Mögest du es nicht gutheißen, dass das Weib die Erlaubnis erhält, unter der vom vollendeten, verkündeten Lehre und Zucht vom Haus in die Hauslosigkeit zu ziehen? Und zum zweiten und zum dritten Mal sprach Maha Prajapati Gautami zum Erhabenen also. Gut wäre es, o Herr, wenn das Weib die Erlaubnis erhielte, unter dem vom endeten, verkündeten Lehre und Disziplin vom Haus in die Hauslosigkeit zu ziehen.
Genug, Gotami. Mögest du es nicht gutheißen, dass das Weib die Erlaubnis erhält, unter der vom vollendeten, verkündeten Lehre und Zucht vom Haus in die Hauslosigkeit zu ziehen. So, das ist auch ein bemerkenswerter Vorgang. Erstens mal, dass Gotami diesen Wunsch überhaupt hat und so vehement vorträgt. Denn man muss wissen, dass zur damaligen Zeit die Frauen in der offiziellen Religiosität nichts zu suchen hatten. Also alles, was so, wir würden heute sagen, kirchlichen Rang hatte, da war die Frau außen vor. Die konnte beten und, das konnte sie alles machen, aber keine wirkliche Funktion aufnehmen. Und deshalb war es auch nicht gestattet, dass sie irgendeine Rolle in einem Orden aufnimmt. Und das Zweite ist, dass auch sie so eine gewisse Hartnäckigkeit zeigt und am Ball bleibt und immer wieder sagt, und wie wär's. Also auch dreimal. Aber der Buddha sagt, dreimal kommt nicht in Frage. Verfolge bitte diese Idee nicht. Ja, was passiert? Sie ist natürlich tief enttäuscht, weil diese Idee, in den Orden einzutreten, jetzt ihr Lebensinhalt ist. Das ist ihr Elixier. Und der Buddha sagt ihr nein. Der Buddha selbst verlässt dann Kapilavatthu, wandert weiter nach Vesali. Und die Frau gibt nicht auf. Was macht sie? Sie lässt sich die Haare abschneiden und zieht wie die Nonnen Robe an und wandert dem Buddha nach. Und mit einer ganzen Reihe, ich nenne sie die Dhamma-Witwen, mit einer ganzen Reihe von Frauen, deren Männer ebenfalls in den Orden gegangen sind, laufen sie dem Buddha nach. Und so heißt es, mit geschwollenen Füßen und staubbedeckten Gliedern, voller Schmerz und Trübsal, weinend, tränenüberströmten Antlitzes, stand Mahaprajapati Gotami vor dem Toreingang, da wo der Buddha sich gerade aufhält. Und es sah nun der ehrwürdige Ananda, wie sie da vor dem Toreingang stand. Also der herzensgute Ananda fragt, was ist denn los? Sie erklärt natürlich, was passiert ist, erklärt ihren Wunsch. Und Ananda, wie er so ist, sagt, ich kümmere mich drum, ich werde mal ein gutes Wort einlegen. Er geht dann zu dem Buddha hin und sagt, da draußen, deine Stiefmutter, deine Tante möchte in den Orden gehen, erlaub's ihr doch. Da passiert dasselbe wie vorher auch. Der Buddha sagt, nein, kommt nicht in Frage. Überleg's dir doch, lasse doch. Nein, kommt nicht in Frage. Drittes Mal, wie wäre es denn, wenn die Frauen ordiniert wären? Wäre doch eine feine Sache. Nein, kommt nicht in Frage. Und auch hier wieder der Strategiewechsel. Ananda gibt nicht auf. Es ist ihm ein Anliegen, auch dieser Frau und auch den Frauen generell zu helfen. Sagt, ja, ist das eigentlich mit Frauen? Können die Wahrheit verstehen? Ja, sind die in der Lage, deine Lehre zu verstehen? Und dann sagt der Buddha, ja, selbstverständlich. Dann fragt er nachher, können die Stromeingetretene werden? Ja, einmal wiederkehrende, nicht wiederkehrende, Geheilte. Ja, das können die alles. Dann setzt er nochmal nacheinander und sagt, denk doch mal dran, deine Tante, was die für dich getan hat, die hat dich gesäugt, die hat dich großgezogen. Ja? Also, ich mache es ein bisschen einfach, gib dir doch einen Ruck. Ja? Und darauf sagt der Buddha, okay, ich gestatte den Nonnenorden, aber unter der Voraussetzung, dass die Nonnen 8 zusätzliche Regeln einhalten müssen, die es für Mönche nicht gibt. Wenn sie dazu bereit ist und wenn die Frauen dazu bereit sind, dann können sie ordiniert werden. Es ist an dieser Stelle nicht möglich, dass ich detailliert auf die Frage eingehe, Nonnenorden, ja, nein, warum, wieso, weshalb, weil wir einen anderen Fokus haben. Deshalb nur so ein paar Zwischenbemerkungen, weil es ja oft mal argumentiert wird, ja, der Buddha ist frauenfeindlich, das seht ihr es ja, der wollte die Frauen gar nicht haben. Erst als Ananda ihn sozusagen bekniet und geknetet hat, hat er am Ende nachgegeben.
Das ist natürlich Kokolores. Ein Buddha lässt sich nicht sagen, ach komm, gründ doch mal einen Nonnenorden. Ah ja, gut, wenn du das sagst, ja, dann machen wir das so. Ist völliger Quatsch. Ja? Und es erhält schon deshalb, weil es in einer Lehrrede deutlich wird, dass der Buddha selbst nach seiner Erwachung, nachdem er unmittelbar ein Buddha geworden ist, gesagt hat, ich werde von hier nicht abscheiden, bevor ich nicht einen Mönchsorden, einen Nonnenorden gegründet habe und im Bereich der Laienanhänger und Laienanhängerinnen fest etabliert sind. Von daher ist klar, dass das immer sozusagen die Strategie war, auch einen Nonnenorden zu gründen, weil übrigens alle Buddhas auch Nonnenorden gründen. Das heißt ja immer, der Dhamma ist nur dann präsent in einem Land, wenn die vier Gemeinschaften da sind. Sonst ist eine Lehre des Buddha überhaupt nicht präsent. Ne? Warum er trotzdem Nein gesagt hat, kann man auch relativ leicht erklären. Er wollte nicht, was sich im Orden schon langsam so andeutete, dass die Leute hingehen, so ein bisschen lauwarme, die Unterschlupf finden wollen. Ah ja, da hat man umsonst zu essen und wird da erst sich versorgt und es geht einem gut und man muss nicht arbeiten. Er wollte also, dass nur wirklich ernsthafte Leute dahin gehen. Und die 8 Regeln, die er einführte, waren auch, wir würden heute sagen, diskriminierend, weil sie die Frauen wirklich deutlich zurückgesetzt haben. Aber auch das war sozusagen eine Prüfung. Im Orden geht es ja darum, dass man sein Ego loslässt, dass man das abbaut. Und wenn da einer kommt, aber wir Frauen wollen doch genauso und wir sind doch wie die Männer und so, dann ist es eher ein deutliches Zeichen, dass sie eben dazu nicht bereit sind, an dem Ego aufzuräumen und das Ego aus dem Verkehr zu ziehen. Deshalb diese Hürden. Und last not least hatte das auch ein bisschen gesellschaftliche Rücksichten. Man muss ja gucken, dass neue Dinge, die du einführst, irgendwie auch gesellschaftlich kompatibel sind. Wenn das gar nicht akzeptiert wird von der Bevölkerung, dann ist das eher auch ein totgeborenes Kind. Und das war sozusagen die Kompromisslinie. Frauen, ja, selbstverständlich, ja. Warum? Weil sie dieselben geistigen und psychischen Voraussetzungen haben wie Männer auch, aber in einer etwas stringenteren Form, weil auch vorauszusehen war, wenn Männerorden und Frauenorden nebeneinander existieren, es mehr Probleme gibt, als wenn der Nonnenorden nicht da ist. Weil die Beziehung Mann-Frau eines der Hauptprobleme in der menschlichen Existenz ist. Und da, wo auf dem spirituellen Weg Männer und Frauen sich unmittelbar begegnen, ist dieser Weg immer schwieriger, als wenn die sozusagen separiert sind. Aber das nur am Rande, um das ein bisschen zu beleuchten. Aber wichtig, und dann komme ich auch zum Schluss, ist nochmal der Versuch, diese Art von Begegnung zwischen Buddha und dieser Frau zu charakterisieren, weil das ja wirklich was ganz Herausragendes ist. Denn hier haben wir ja eine höchst seltene Ausnahmeerscheinung, weil diese beiden Wesen karmisch so eng verflochten waren, dass sie unmittelbar in diese ganz enge familiäre Beziehung zueinander gekommen sind und damit natürlich auch eine sehr intensive und intime Bezogenheit aufeinander haben. Nicht sie als Mutter hat dafür gesorgt, dass der junge kleine Siddhartha, der sonst ohne mütterliche Begleitung gewesen wäre, ein Heim hatte, eine Familie hatte, in der er groß werden konnte. Und sie umgekehrt hatte natürlich dadurch die Möglichkeit, den besten Lehrer, den die Menschheit kennt, auch unmittelbar in ihrer Nähe zu haben. Sie hat viel von ihm direkt gelernt, hat natürlich viele Lehrreden von ihm gehört und hat die große Chance für ihr Leben auch so genutzt, dass sie, ja, wie gesagt, Nonne geworden ist, später auch Heilige geworden ist und dann irgendwann im Alter von 120 Jahren gestorben ist. Und was sie vom Charakter her auszeichnet, ist natürlich auch ihre Art, dran zu bleiben, sich nicht abspeisen zu lassen, da, wo sie etwas zu ihrem Lebensinhalt gemacht hat, wo Spiritualität ihr Lebensziel war,
dass sie sich nicht hat abspeisen lassen, dass sie genug Energie aufgebracht hat, diesen schweren Weg zu erkämpfen. Das wurde ihr nicht vor die Füße gelegt. Komm, hier ist alles, was man vielleicht hätte vermuten können in der Familie. Sondern sie musste wirklich kämpfen, sie musste Disziplin üben, sie musste sich selbst an die Kandare nehmen und alles aus sich rausholen mit dem entsprechenden Ergebnis. Schlusssatz, damit wir das Ganze noch mal ein bisschen einordnen. Ich sagte ja am Anfang schon in der ersten Stunde, dass ich diese Geschichten nicht nur erzähle, weil es interessante Geschichten sind, sondern weil ich denke, dass man da so ein bisschen auch die eigene Position reflektieren kann. Man könnte jetzt überlegen, von den, ich glaube, 7 Beispielen oder so, die ich genannt habe, welches Beispiel passt denn auf mich am ehesten? Oder war meine Lebenssituation noch mal ganz anders? Ja, konkret, wie bin ich denn dem Buddha begegnet? Man würde vielleicht sagen, ja, der ist doch 2500 Jahre tot. Ich kann ihm gar nicht begegnet sein. Ja, wäre vielleicht eine interessante Frage für unsere Aussprache nachher oder für uns als Hausaufgabe. Wann bin ich wem begegnet? Ja, dem Buddha, der Lehre, wie und wo? An den genannten Beispielen sehe ich mich am ehesten wieder. Das mag sein für den Moment.